Ich habe ein Foto gesehen, da war so rosa Schleim und daraus sollen wohl so bei McDonald's Chicken McNuggets gemacht werden. Und ich dachte nur so, ah, nein, nein, und bin durch die Welt gelaufen die ganze Zeit so, ah, nein, 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 nein. Und bin so an Leuten vorbeigelaufen, die wussten auch nicht, was los ist mit mir. Und dann habe ich jetzt vor kurzem ein Video gesehen von McDonald's, da wurde ganz genau erklärt, wie die Chicken McNuggets gemacht werden und dass es gar nicht aus rosa Schleim gemacht wird, sondern, passt auf, aus Trommelwirbel, braunen Schleim. Und das hat das war so mindblowing für mich. Ich dachte mir, holy shit, dieser braune Schleim so viel besser als der rosa Schleim. Ist es eigentlich, dass ich sofort alle Chicken McNuggets gekauft habe, die man kaufen kann bei McDonald's. Ich bin rein, hab gesagt, alle Chicken McNuggets, sonst raste ich aus. Und die haben mir alle gegeben. Vollkommen kranker Shit, weil das hat, wie gesagt, mein Leben jetzt verändert auch. Diese Erkenntnis mit dem braunen Schleim, natürlich wie die Hühner aufgezogen werden, unter welchen Umständen oder welche Qualitätsanforderungen das Fleisch entspricht oder eben nicht entspricht, das ist mir egal. Ich will nur fett werden, so wie alle in dieser Gesellschaft nur fett werden wollen. Und dann irgendwann in 50 Jahren, falls wir überhaupt so lange leben, begegnen wir uns vielleicht, fahren mit unseren geilen Rollis, richtig motorisiert, aufgepimpt, fahren wir durch die Gegend, weil wir zu fett sind zum Laufen und sagen uns alle Hallo, aber nur so mit einem ganz leichten Kopfnicken, weil wir die Handschuhe nicht hochbekommen zum Hallo sagen, wir so fett sind. Das war's mit Cookie Brit 2 zu diesem Mal und abonniert Cookie Brit 2, ist immer klar, wichtig auch, hallo, ihr dürft die News nicht verpassen, die hier mit meiner Meinung gepaart sind und dann würde ich sagen, ciao, bis zum fucking nächsten Mal.